Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Na, erkannt, ich habe mir heute einen Burger bei Hans im Glück bestellt. Ich bin gerade noch in Köln unterwegs und bei Hans im Glück habe ich, glaube ich, zuletzt mal vor 2 Jahren Burger gegessen, fand den sehr, sehr lecker. Und dann dachte ich mir mal, heute hier am Sonntag zur Feier des Tages gönne ich mir mal den Lieferservice und habe mir dort den Avocado-Burger ausgesucht. Mit Brioche-Bann. Ich bin sehr gespannt, wie er schmeckt. Ich finde, ein Burger schmeckt doch irgendwie am geilsten am Sonntag, nachdem man vielleicht auch eine Nacht gefeiert hat. Wir waren gestern auf dem Geburtstag unterwegs und deswegen ist es so ein richtig schönes Katerfrühstück, in Anführungsstrichen, sage ich mal. Und ich zeige euch mal den Burger jetzt in Großaufnahme. Und so sieht das gute Stück aus, hier mit ordentlich viel Guacamole. Oh, wie geil. Leckere Soße, Tomate, Rindfleisch und der berühmte, das ist doch der berühmte Heumilchkäse, oder? Meine Güte, was habe ich Bock auf diesen Burger. Da freue ich mich schon gleich, wenn ich hier mal richtig schön reinbeißen kann. Und jetzt wird gegönnt, der Steffen filmt liebenswerterweise, weil ich mir dachte, wenn ich das mit einer Hand filme und dann, ihr wisst, da wird es ein bisschen rutschig und sapschig und ich habe echt so Bock drauf. 10,90 Euro hat der Burger gekostet. Und jetzt wird probiert. Schwuppsdiwupp ist mir tatsächlich etwas runtergefallen. Aber ich höre gerade auch schon der Bobby. Das ist der Hund, der hier wohnt. Dem schmeckt es, glaube ich, auch, oder? Ja, der Bobby. Vielleicht zeigen wir am Ende des Videos nochmal kurz Bobby in der Kamera, oder? Machen wir. Ja. Es ist so geil mit der Guacamole. So schön sapschig, nicht trocken. Da hat man wirklich nicht gespart. Aber man muss echt aufpassen, weil es ist eine richtig flutschige Angelegenheit. Jetzt weiß ich auch, wozu die Stäbchen drin sind, die man manchmal im Burger reinsteckt. Damit es nicht so hin und her rutscht. Aber ich beiße hier nochmal rein. Jetzt hätte ich gerne 3 Hände. Burger ist mega geil. Also die Kombination mit Guacamole und dem Käse, einfach lecker. Auf einer Skala von 1 bis 10 würde ich dem Burger 8 Punkte geben. Und ja, hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren, Daumen nach oben, wenn ihr sehen wollt. Und jetzt zeige ich nochmal kurz den Bobby. Film mal auf dem Tisch, Steffen. Da ist doch der Bobby gerade unterwegs hier. Hat dir geschmeckt?